Schönen guten Abend, ihr süßen Mäuse, ihr Lieben da draußen. Es ist Freitag, wir haben wieder Wochenende. Ist das nicht schön? Und ich bin gleich zum Grillen eingeladen. Schade, dass heute die Sonne nicht so draußen scheint, ne? Schade, schade. Ich merke gerade, hier ist auch noch alles zu. Rollläden, wir haben eben noch ein paar Folgen Game of Thrones geguckt, damit unser Großer jetzt am Montag, wenn das Finale kommt, dass der dann bei ist. Der ist ja jetzt 16 und dann darf der das ja nicht. Nicht wahr? So, ich lege mal gerade ein bisschen Primer auf, weil heute muss die Schminke natürlich, die Kosmetik muss heute halten. Bis nächste Woche. Nein, aber sie muss heute ein bisschen halten. Nicht, dass sie ohne Primer nicht halten würde, aber so hält sie einfach noch bombastischer. So. Weil einfach dieser Film, der hält die Foundation und den Concealer, hält es einfach fest. Fest auf der Haut. Genau. So. Hattet ihr denn eine angenehme Woche oder war das eher eine stressige Woche für euch? Kommt rein, ihr Lieben, habt keine Scheu. Ich beiße nicht, im Gegenteil. Wir haben uns hier alle lieb. Nein, Scherz beiseite. Oh wei, ich habe die Foundation vergessen. Aber sie ist ja nur hier vorne. Moment. Was nehmen wir denn? Nehmen wir... Nee, nicht Scarlett. Ich will... Oder ich möchte... Organza. Oh, ich muss gleich niesen. Na? Nee, es will nicht richtig kommen. Kennt ihr das? Wenn ihr das Gefühl habt, niesen zu müssen und es kommt nicht. Boah, das ist das. Ein ganz, ganz dummes Gefühl. So, 1, 2, 3, 4 Tröpkes. Oh, Bianchen. Biane, kannst du bitte mal gerade ins Gäste-WC gehen? Da habe ich den Kosmetikschwamm liegen. Der ist schon feucht. Den habe ich schon so geknetscht. Den brauchst du nur mitbringen, bitte, bitte. So. So macht man das als Mami. Man ist nicht nur der Diener, man hat auch Diener. Danke. Und Gott sei Dank hört der Junge das nicht, der Kerle, weil der ja den ganzen Tag nur mit Stöpseln auf den Ohren rumläuft. So. So. Habe ich jetzt Danke gesagt? Biane, habe ich Danke gesagt? Hm? Habe ich schon Danke gesagt? Keine Ahnung. Danke. Seht ihr das in meinem Hirn rattern? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich euch erzählen könnte. Das ist halt echt schwer, wenn man niemanden hat hier, mit dem man sich unterhalten kann. Ich hoffe, dass die ein oder andere oder der ein oder andere noch reinkommt. Ich bin heute ein paar Minuten halt früher, weil ich gleich noch auf den Sportplatz muss, den Kleinen abholen vom Fußballtraining. Wir haben nämlich morgen ein Spiel, also wird heute nochmal trainiert. So, dann muss ich gleich nochmal los und dann fahren wir quasi von dort aus direkt zu unserer Einladung. So.
Schon habe ich kein rotes Gesicht mehr, seht ihr? Heute gibt's die volle Dröhnung, Mädels. Heute machen wir alles. Heute machen wir alles. Primer, Foundation, Concealer. Concealer in der Nuance heller bei mir. Und wenn euch die Foundation interessiert oder der Concealer, dann schreibt mich an und wir können innerhalb von wenigen Minuten den richtigen Farbton für euch herausfinden. Zu, sage ich mal, 95% lag ich bisher richtig immer bei meinen Kundinnen. Und wenn doch was daneben geht, dann kann man das jetzt zurückschicken und austauschen oder sein Geld zurückverlangen. Aber ich glaube, Geld zurück hat noch keine meiner Kundinnen gemacht. Nur die Farbe schon mal ausgetauscht. So. Die Haut ist halt im Winter auch anders als im Sommer, ne? Das ist, muss man auch bedenken. Also ich benutze immer zwei Töne, entweder Scarlet, hallo mein Schatz, oder Scarlet oder Organza als Foundation. Und jetzt heute habe ich als Foundation Organza genommen. Das ist der normale Hautton meines Gesichtes und Scarlet ist eine Nuance heller. Ich bin heute ein bisschen früher, Mausi, weil wir eine Einladung haben zum Grillen. Ja, aber noch nicht lange. Ich bin noch nicht lange dran. Nur schon Gesichtsprimer diesmal aufgetragen. Gesichtsprimer, Foundation und jetzt hier Concealer. Weil heute muss mein Make-up ein bisschen länger halten. Also es hält sowieso schon lange. Aber will heute einfach auf der sicheren Seite sein. Und habe dann noch einen Primer unter die Foundation aufgetragen. Heute gibt's volle Lotte. Volle Lotte. So. Jetzt ein bisschen Eye Primer. Damit der Lidschatten besonders gut hält, da reicht hier so ein bisschen. Wie geht's dir? Hast du was Schönes geplant jetzt am Wochenende? Ja, das hast du erzählt. Ja, volle Lotte heißt mit allem drum und dran, ne? Foundation, Concealer, Augenbrauen, Rouge, Highlighter, Lippenstift, Mascara. Hab ich irgendwas vergessen? Und Settingpuder. Genau. Dann mache ich jetzt erstmal die Augenbrauen. Weil wenn ich unter die Leute gehe, ne, dann muss ich natürlich auch mein Zeug zeigen.
Sonst wäre ich keine gute Unternehmerin. So, alles in die richtige Richtung bürsten. Und immer schön nach oben, niemals nach unten, Mädels, gell? Immer schön alles nach oben bürsten. Mich hat irgendwas gestochen, ne? Jetzt muss ich mich die ganze Zeit hier am Handgelenk kratzen. Das ist vielleicht unangenehm, sage ich dir. Hä? Ich wollte doch Palette 6 machen. Warum ist sie nicht hier? Biani? Ja? Ich brauche nochmal deine Hilfe. Palette 6, bitte. Was? Palette 6. Was? Palette 6. Bitte. Ja. Der hat die ganze Zeit die Knöpfe im Ohr, ne? Die ganze Zeit. Palette 6. Der würde damit sogar schlafen gehen, wenn nein, das... Doch. Nein. Ach, das kriegt er wieder mit, ne? Das... Da eine Nummer drauf? Die ist so eine, musst du gerade halten. Und dann so von den großen Paletten, ne? Okay, ich sehe. Ah. Oh. Hab's. Hopp, 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 hopp. Nee. Frechdachs. Danke. Kinder. Schaff dir Kinder an und du lachst dich kaputt. Echt. Palette 6. Meine absolute Lieblingspalette. Jetzt muss ich nur den Lidschattenpinsel finden, der hoffentlich auch sauber ist. Jo. So. Womit fangen wir an? Wir fangen mit einem hellen Braun an. Das helle Braun aus der Palette 6. So. Und damit gehen wir heute nicht in die Lidfalte, sondern wir arbeiten im Moment nur mit zwei Farben. Sonst mache ich das ja immer mit dreien. Lidfalte rechts und links. Und jetzt machen wir nur mal rechts und links. Und... das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das sieht noch ein bisschen natürlicher aus, als wenn man noch so eine Farbe in die Lidfalte reinlegt. Das mit der Lidfalte ist dann für mich jetzt persönlich doch eher was für, wenn man so in die Disco geht oder so, wenn man ausgeht, wenn man ein Trinken geht. Ah, da steht wieder was. Der hatte sich noch gar nicht aktualisiert. Mm-hmm. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Bist du Eishockey-Fan? Wir haben ja bei uns auch hier unsere Bären. Ganz Neuwied schwört auf seine Bären. Cool, cool. Wir gehen gleich grillen. Bei Freunden. Wir sind von Freunden eingeladen worden. So. So von unseren liebsten Freunden quasi. Hier aus
Neuwied sind die auch. Haben wir es also nicht weit. Trotzdem müssen wir mit dem Auto leider fahren. Um zu Fuß zu gehen, ist es leider doch ein bisschen zu weit. So. Außen den dunklen Ton. Innen den hellen Ton. Dann nehme ich hier diesen. Gucken, wie ich euch... Genau so. Diesen hier. So sieht er aus. Und dafür nehme ich aber den normalen Lidschattenpinsel. Gucken, ob ich das ins Bild bringen kann. Kann man den Schimmerton sehen? Ach, den ESC. Okay. Es gibt ja auch einen beim Eishockey. Stimmt, der kommt ja auch. Habe ich ganz... verpeilt. Aber das bin ich halt, ne? Manchmal ein bisschen verpeilt. So. So. Kann man den Schimmer sehen? Mausi, kann man das sehen? Und jetzt verblenden wir die Farben noch ineinander. Damit das einen ganz, ganz tollen Übergang gibt. So, mit dem Braun gehe ich jetzt noch mal unten drunter. Oh, in der Schule hat mir heute nochmal, ich bin im Moment zur Vertretung in dem Gebäude für die, das ist gut, dass man das sehen kann. Ich bin im Moment in dem Gebäude für die kleineren Schüler zur Vertretung und dann hat heute so ein Kleiner, dessen Eltern ich anrufen musste, weil es dem nicht so gut ging, der wollte halt abgeholt werden, Fünftklässler oder so. Ich meine, es war ein Fünftklässler, hat dann gesagt, boah, sie sind so nett. Das ist so, das ist, dieses Gefühl, das ist so toll, wenn so ein Kleiner das sagt. Das ist somit eine Situation, warum mir der Job echt Spaß macht, warum ich meinen Job echt liebe und darin so richtig aufgehe. Und hier die Schminkerei ist für mich ja eher Hobby.
und auch so ein bisschen runterkommen von allem, ne? Dann bin ich ganz auf mich konzentriert und die Kinder sind dann entweder in Vereinen oder am Spielen halt draußen und ich bin halt, das ist wirklich so meine Zeit für mich, ne? Das finde ich so toll daran. Ja, das hatte ich schon gesehen. So, bevor ich jetzt Mascara mache, mache ich ein bisschen Rouge drauf, Sisterly mit dem tollen Goldschimmer. Ich habe da immer noch die Folie drauf hier auf dem Spiegel. Könnte ich eigentlich mal abmachen, ne? Apropos, beim ESC heißt unser Lied nicht auch irgendwas mit Sister? Meine ich? Aber gehört habe ich es noch nicht. Ich habe nur so ein bisschen mitbekommen, so am Rande. Ohne Mascara sieht das noch irgendwie grufti-mäßig aus. So. Bronzer. For the contours. So. Konturen mit dem Bronzer. Ich sag ja, heute gibt's volle Lotte. Denn hier auf meiner Kette steht: Whatever happens, remember you are a unicorn. Also, ne? Was immer geschieht, denk daran, du bist ein Einhorn. Yay! Also darf ich so viel auflegen, wie ich möchte. Ah, da kommen meine Männer zurück. Da kommen meine Männer zurück. So. Nur Mann? Ja, wer soll noch dabei sein? Ach stimmt, der Jasper ist ja beim Fußball. Habe ich gerade erzählt. Der Jasper ist beim Fußball. Stimmt. So. Mascara. Schwarz normal. Und wenn mir das dann zu wenig ist, lege ich noch 4D oben drauf. Na, wie war's? Wie kommt denn der Jasper zurück? Ja, müssen wir holen. Wann denn? 18:30. Das kriege ich schon hin, ne? Mädels, das kriege ich hin. 18:30. Wie viel haben wir jetzt? 18:05. Ja. Ach, bis dahin bin ich dicke fertig. So. Guckt euch das an. Mal gucken, ob ich das Licht heller kriege. So. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Viel schöner, ne? So ein Augen-Make-up ohne Mascara wirkt ja gar nicht. Und mit Mascara. Ist das Bäm. Ach, da steht schon wieder was. Ich bin echt ein Honk. Ja, werden wir sehen, wie weit die morgen kommen. Ne? Ich kenne das, wie gesagt, gar nicht. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen.
Und irgendwie habe ich von denen wirklich noch gar nichts gehört. Also ich glaube deswegen auch nicht, dass wir dieses Jahr wirklich weit kommen. So, ich glaube, dieser Mascara neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, ich öffne eine neue Packung. Ich öffne eine neue Packung. Nein, jetzt habe ich den braunen hierher gelegt. Ich dämme. Ich öffne keine neue Packung. Also, was ist jetzt heute schon passiert? Ich habe das Schwämmchen vergessen. Ich habe die Foundation stehen lassen. Ich habe die Palette von mir Piano holen lassen, weil ich die liegen gelassen habe. Und ich habe den falschen Mascara vorbereitet. Yay! Ob sich das jemals ändern wird? Ob sich. Ich glaube, wenn sich das jemals ändert, dass ich was nicht vergesse, dann bin ich krank oder so. Oder ich bin nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr authentisch. Ich bin so ein Schussel, ne? Weil ich auch immer einfach denke, boah, jetzt komm, jetzt gehe ich schnell live. Jetzt mache ich das. Und dann habe ich nur die Hälfte vorbereitet. So. Dann kratze ich mal noch so das letzte bisschen raus. Was schreit der da oben so in seinem Zimmer? Unser Großer nimmt im Moment wieder Live-Videos auf YouTube auf. Mit Roblox, glaube ich. Das ist auch sowas, wo man so bauen muss, wie Minecraft, sowas ähnliches. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und der 16-jährige Jungspund, ne, hat schon über 500 Follower. Und ich bin ganz traurig, weil. Also auf YouTube, ne, Mädels, ich habe einen Abonnenten auf YouTube. Also. Ihr müsst es rum erzählen, ihr müsst mich teilen auf YouTube. Kajal Royal bei Dahlia. Das kann doch nicht sein, dass mein 16-jähriger Sohn viel mehr Abonnenten hat als ich. So, Spaß beiseite, ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm. Genau. Soll ich den 4D noch oben drauf legen? Weil irgendwie ist mir das jetzt zu wenig gewesen, weil die Tube leer ist. Nächster Fauxpas! Das ist nicht der 4D, das ist der lilane Epic Mascara. Okay.
kriege ein Lachfleisch, Entschuldigung. Wir lassen den 4D Epic Mascara weg. So. Ich fange an zu heulen. Nein. So, wir lassen den 4D Mascara weg und ich wollte mir jetzt eigentlich Optimistik aufs Innenauge legen. Das geht aber im Moment schlecht, weil da Tränen runterlaufen. Oh. Ich versuch's. Wasser hat übrigens den tollen Effekt, dass die Farbe noch leuchtender zur Geltung kommt. Also, wenn ihr jetzt hier so, hier könnt ihr das auch sehen, ne? Da wo es nass ist, wo es feucht ist, da sieht man den Lidschatten mega gut. Hier kann man das ganz besonders gut sehen. So, ich glaube, ich habe mich beruhigt. Und jetzt, last but not least, I think. Ach nee, Setting Powder ist ja das letzte. Aber Lip Stain. Da müssen wir gleich mal gucken, welche Farbe wir nehmen. Hier noch den Highlighter, weil der darf natürlich heute auch nicht fehlen. So. Der darf heute natürlich nicht fehlen. Wenn schon, denn schon, ne? Gehen wir aufs Ganze. Geh aufs Ganze mit Jörg Dreger. Das waren noch Zeiten. Möp, möp, zong. So, rausgeholt habe ich jetzt nochmal Starstruck, das dunkle Rot oder Sleek. Sleek ist ein Braunton. Lipstain habe ich ja die letzten Tage öfter getragen. Das ist einfach dieser Wasserwisch- und Kuss, Wasser- und Wischfeste bzw. kussechte Lippenstift bzw. Lippenfarbe. So, das ist Sleek, genau. Der passt, glaube ich, besser im Moment, weil wir ja braun und so Champagner-Gold auf dem Auge haben. Und das hier ist Starstruck. Boah, die sehen sich schon ähnlich, die zwei. Kann man den? Jetzt bin ich gespannt, ob man den Unterschied überhaupt am Bildschirm sehen kann. Ganz leicht. Kannst du den Unterschied sehen? Ein Braunton, das ist ein dunkles Rot. Ja, ich müsste eigentlich ausschlafen, aber leider muss ich morgen putzen, weil wir am Wochenende Bezirksmeisterschaften bei uns im Leichtathletik. Entschuldigung, ja, oh, dieser Klugscheißer. Rheinland-Meisterschaften haben. Und dafür muss ich unser Vereinsheim vom Leichtathletikstadion putzen. Oder muss nicht, aber mache ich natürlich gerne. Da kommen ja dann Gäste von außerhalb. Und dann wollen wir ja natürlich in einem guten Licht dastehen, ne?
So, Sleek, das ist dieser bräunliche. Der zieht sofort, also die Lipstains ziehen einfach sofort in die Lippe ein. Sie ziehen auch in die Haut ein, deswegen darf man sich nicht, nicht vermalen. Das ist wie Wasser. So. Zeige ich euch. Das ist hier wie so ein Schwämmchen. Und das ist wirklich flüssig wie Wasser. Ich gucke mal, ob man das hier zeigen kann. Kann man sehen, wie, nee, ich guck mal, ob man das hier mit dem Starstruck besser zeigen kann, weil der heller ist. So. Und es läuft aber nicht aus, seht ihr? Es läuft nicht aus. Ich bin jetzt fertig. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Und was sagt ihr? Jetzt kommt noch Setting Puder. Das ist total schön, weil hier ist so ein Netz und da fällt das überflüssige Puder fällt da rein, sodass es total ja, man spart Produkt damit einfach, ne? Und das tue ich halt noch gerne an so Tagen. Oben drüber. Das tue ich noch an so Tagen oben drüber. Dann rutscht meine Brille auch nicht und ich habe keine Brillenabdrücke dann. Und das ist, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, wird es noch fast genau so, also ich würde mal sagen 99% so aussehen. Meine Frisur vielleicht nicht mehr, aber das Gesicht. Ja, so, ich werde schon gehetzt hier, dass ich meinen Kleinen abholen fahre. Ich wünsche euch... ich muss meinen Mann manchmal ein bisschen aufziehen, sorry. Ich muss den Kleinen jetzt abholen. Ich danke dir für deine Likes und hoffe, dass wir uns ganz bald mal sehen. Und mit Nicole und der ganzen Family und dann alle anderen Zuschauer freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns mal sehen würden und kommentiert, liked, teilt, was das Zeug hält, damit die Mutti ihren Sohn hier an Abonnenten überholt. Das kann nämlich nicht sein, gelle? Dass der Junge 500 Abonnenten hat und die Mutti eine. So. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Und macht das Beste draus. Ich drücke euch. Ciao.